Hallo und herzlich willkommen zu den Whisky.de News am 22. November 2022. Und wie ihr schon merkt, ich glaube, ich hatte es auch schon auf Instagram angekündigt, ja, werde ich mich jetzt nach Schottland begeben. Aber das heißt nicht, dass es keine News geben wird. Ich habe die hier mir mobil zusammenstellen lassen und ich habe hier mein kleines mobiles Setup. Also werden wir heute auch eine Whisky.de News bekommen. Erste Nachricht. Smokehead Sherry Cask Blast Limited Edition. Also es ist wie sein Vorgänger. Eine ja, Sherry-Fass gelagerte Version mit einem typischen Islay Single Malt Sherry Finish, 48%. Also da ging es hauptsächlich um den Namen, da gab es irgendwelche Geschichten, so ganz genau kenne ich. Ich kenne auch nur Gerüchte. Demnächst bei whisky.de ist dann auch der Smokehead Sherry Cask Blast Edition, Limited Edition, erhältlich. Als nächstes haben wir eine Nachricht für Whisky-Likör. Der Bruada Whisky-Likör kommt mit neuem Look und einer neuen Rezeptur. Ja, also er hat einen neuen frischen Look bekommen, sieht man sicher hier irgendwo das Bild eingeblendet. Und die Rezeptur wurde auch überarbeitet. Jetzt hat er 24% Single Malt Anteil, vorher waren es nur 22% Single Malt Anteil. Und er soll Anfang Dezember auf den deutschen Markt kommen. Und dann haben wir einen neuen Whisky aus einer neuen Brennerei. Diesmal ist es eine Islay-Brennerei. Ja, es gibt einen neuen Islay-Whisky. Und zwar Ardnahoe bringt einen 3 Jahre alten Whisky raus. Einen Single Malt natürlich. Wann der abgefüllt wird, weiß man noch nicht genau, aber Sie wissen, Sie haben jetzt Ihren Single Malt. Und es wurde auch bekannt, dass man ein weiteres Lagerhaus auf Islay bauen durfte. Also wird auch in Zukunft der Nachschub gesichert sein. Dann haben wir wieder mal einen Verkauf, und zwar einen großen. Die Distell-Gruppe hatten wir jetzt schon öfters in den Nachrichten. Die hat auch hier hin und wieder viel Whisky-Brennereien gekauft und ist ganz groß im Whisky-Geschäft drin. Und jetzt wird Distell gekauft, und zwar von Heineken. Heineken kauft einen Anteil von 65% am südafrikanischen Getränkehersteller Distell. Brennereien, die dazugehören, sind dann Bonhaben, Tobermory und Diensten. Die sind aber nicht Bestandteil des Kaufs und bleiben ganz in der Hand von Distell. Ja, also ich denke, es wird für die Whisky-Kunden wird sich da relativ wenig ändern. Auch wenn die Brennereien verkauft werden, hat das eigentlich relativ wenig mit der Produktion zu tun. Nur hin und wieder merkt man, dass jemand gut Geld reinschiebt oder eben nicht. Ja, dann haben wir einen neuen Whisky, und zwar The Singleton of Glenort, 39 Jahre. Es ist die zweite Veröffentlichung der Epicurean Odyssey-Serie. Der hatte ein besonders langes Finish, und zwar die Hauptreifung waren 12 Jahre in Bourbonfässern und danach kam ein Finish, also ich würde es dann eigentlich schon als Vollreifung bezeichnen, mit 27 Jahren in einem Auswahl von europäischen Eichenfässern, die in denen zuvor Portwein, Rotwein, PX oder Oloroso Sherry enthielten. 46,2% ABV und limitiert auf 1695 Flaschen weltweit. Dann haben wir noch Nachrichten aus Irland. Und zwar gibt es eine neue Brennerei, die jetzt ihr grünes Licht für den Bau bekommen hat. Und zwar die Titanic Pump House Distillery. Ja, und Titanic ist da nicht nur Name, denn die Titanic Distillers, so nennen sich dann die Leute, die das Ganze betreiben, haben für ihren Bau einer Brennerei und ein Besucherzentrum auf dem Gelände in Belfast erhalten, auf dem die RMS Titanic gebaut wurde. Ja, dieses berühmte Schiff. Ja, vielleicht kommt zur Eröffnung dann auch noch der Leonardo DiCaprio. So, dann haben wir noch einen Teeling Whisky, der bringt einen 30 Jahre alten Whisky auf den Markt. Ist natürlich nicht aus der jetzig produzierenden Teeling Distillerie, sondern eben noch aus ihren alten Kollektionen. Der irische Whisky hat eben in seiner Vintage Reserve Collection einen 30 Jahre alten Single Malt reingebracht. Limitiert auf 4000 Flaschen, 46% Volumen und nicht kühlgefiltert. Gereift in Bourbonfässern mit einem Finish aus Sauternes Weinfässern. Soll aber erst Januar 2022 auf den Markt kommen. Dann haben wir noch Nachrichten aus USA. JT Malek bringt erste Whisky-Charge auf den Markt. Die JT Malek Distillers in Louisiana lässt sich mehr als 4 Jahre alten Reiswein in 30 Gallonen Fässern reifen. Und jetzt wird pünktlich zur Weihnachtszeit eine kleine Charge von ca. 1000 Fässern, was nicht so viel ist bei 30 Gallonen Fässern sind etwas kleiner. Normale 200 Liter Fässer sind 52 Gallonen. Und er soll im Frühjahr 2022 sollen dann die Flaschen folgen.
also weitere Flaschen folgen. Jetzt kommen die ersten 1000 Flaschen auf den Markt. Habe ich vorher fester gesagt. Ja, ich meine Flaschen. Ja, dann haben wir noch eine Nachricht für Deutschland aus USA, und zwar Old Forester 86 Proof kommt künftig ins Portfolio von Brown-Forman. Das war eigentlich, Old Forester ist eher so eine Marke aus USA, und die soll jetzt im Januar 2022 auch in Europa bzw. Deutschland erfolgreich vermarktet werden von Brown-Forman. Wir werden sehen, ich habe da schon mal einen probiert, der war ganz gut. Dann haben wir noch internationale Nachrichten, und zwar aus Deutschland. Ich bin jetzt nicht in Deutschland, aber nach dem Bud Spencer Whisky gibt es jetzt auch einen Terence Hill Whisky. Und natürlich wieder von St. Kilian, und den aber gleich mit zwei Abfüllungen. Einen milden und einen rauchigen Terence Hill Whisky. Der wird ab Anfang Dezember auch bei whisky.de erhältlich sein. Also eignet sich sehr, sehr gut für ein Weihnachtsgeschenk. Ja, nächste Woche wird es vermutlich keine Nachrichten geben, weil das ein sehr, sehr harter Drehtag in Schottland sein wird. Aber die Woche drauf bin ich dann wieder daheim, und ich werde wahrscheinlich dann die Nachrichten nachholen. Also ich werde jetzt dann noch irgendwann bald meinen Abflug haben und dann euch schöne Brennerei-Videos über die nächsten Monate präsentieren dürfen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.